Guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute, und willkommen zurück zu Metal Gear Rising Revengeance. Wir sind immer noch in der ersten aktuellen Mission. Das Introduction Level zählt hier leider nicht wirklich. Es ist zumindest beziffert als Datei R00. Wir waren gerade dabei, uns durch den ersten etwas größeren Gegner zu schnetzeln. Jungs, wollt ihr mal so... Hoppala! Hi, sei brav jetzt! Hi! Das hätte ich gern. Danke sehr. So, damit haben wir nur noch den... Darf ich mal kurz... Okay. Das ist definitiv Metal Gear 4 Style. Und diese Knarren, die haben ein wenig genervt. Wenn ich dort mal eben durchschneiden könnte. Danke. Ich wollte eigentlich den Nupsi da. Darf ich mal... und dieser Insta-Heal nach jedem Kill ist echt sehr praktisch. Darf ich mal eben meine Kamera resetten? Und deine Beine irgendwie so... Ach, klappt noch nicht. Na komm schon. Jetzt funktioniert... Ey, bleib hier. Lass mich los, Mann. Danke. Arsch. Thanks a lot. Very good, Ryder. Now, keep heading for refinery. Alles klar, Boris. Machen wir. So, okay. Joink. Wo kann ich denn... Ah! Hier ist mein Shit. Okay, naja. Nanopaste, immer cool. Da, eine Panzerbüchse. Das ist doch nett. Okay. Oh, das... Ja. Moment. Schwing! Was bist du? Datenspeicher freigeschaltet. Ist klar. Reparaturzeugs. Medikit. Super geil. Ich glaube nicht, dass ich mich an den Dicken ranschleichen kann. Kann ich mich an den da ranschleichen? Sieht sehr gut aus. Joink! Meins. Stealthy, huh? Klar. Shit. Ja, gut, das probieren wir dann das nächste Mal ein wenig mehr. Das schießt nicht mit deinem Shit auf mich, Mann. Schnell. Hey. Darf ich... Au, fick dich, ich hab doch geblockt, Mann. Da hast du blödes Stück Mist. Danke. Ich liebe diese Technik. Ich leck mich. Komm da her jetzt. Versuch's weiter. Komm, du bist doch schon wie Sau. Slide dir einfach hinterher, weißt du. Ups. Drecksegal mit. Probier es weiter. Kein Problem mit. Ja, genau. Danke sehr. Lecker sowas.
Haben wir es jetzt? Ist das cool so? Da will ich hin. Das ist was Tolles. Check. Ryder, wait. We're picking up a wireless transmission near your position. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Das da? Das liegt da so offen rum und wartet auf mich. VR-Mission 001. Okay. Okay, wir können VR-Missionen, Virtual Reality-Missionen spielen. Geschichtenmodus, letzten Kontrollpunkt neu gestartet. Das wollen wir natürlich nicht tun. Mit diesen VR-Missionen können wir Boni freischalten. Ich werde das dann, denke ich, versuchen zwischen den Leveln zu machen. Okay. Greetings, Cyborg. Hi. Show yourself. Wenn wir jetzt keinen Cyborg-Kin gehabt hätten. Übrigens, by the way, er hat seinen Käfer in 4 schon irgendwie eingebüßt. Das war jetzt nicht der Sprung vom ersten bis zu dem Cyborg-Körper, keine Sorge. Hi! And you are? I am IF Prototype LQ84I. IF Prototype. Interface Prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay, then. What's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. Alles klar. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Und wir kommen zum zweiten, sehr scharf inszenierten Bossfight. Dieses Game wimmelt davon, aber wenn ich wählen müsste, ist das hier mein zweitliebster. Also, Mr. Blade Wolf. Wie wär's mit dem Todek? Yes, faster than you, I suspect. In terms of pure speed, at least. But it cannot run circles around you forever. It needs to attack if it wishes to win. Yeah, and that's probably my best shot. Duh. Don't bother chasing. Let it come to you. If you can parry its blows, you'll have a chance to counterattack. Watch its movement, and wait for the right moment to parry. Textbook battle tactics. Got it. Remember, you can parry even while taking damage. Do not give up just because you are hit. Und keine Sorge, wir verschwenden keine aktuelle Kampfzeit damit. Vielleicht ein wenig Zeit in der Folge, aber der Codec läuft durch Nanomaschinen ab und ist in Nullzeit zu übermitteln. Quasi Gedankenübertragung, wenn ihr so wollt. Zumindest laut Metal Gear Solid 1 und das hier Spiel schließlich danach. I've seen a lot of weird stuff, but this takes the cake. Well, I'm glad you're entertained. Too bad you're missing all the fun. It's a real party down here. Sorry, buddy. My specialty's cultural studies, not combat scenarios.
If you're looking for my help in a brawl, you must be getting pretty desperate. Good point. Besides, if you've got time to screw around on the codec, can't be all that bad, right? We'll see. Hey, Kev, okay. Ich hab das gerade erklärt. Gib Ruhe jetzt. Everything okay, Raiden? Yeah. It's a fascinating foe, but I'm not gonna cut it any slack. We're dealing with terrorists here. And AI or not, it's still aiding and abetting them. Yeah. Be careful, though. You might want to save your data first. Oh. Ah, stimmt, wir können bei Courtney speichern. Okay. All set. Good luck. Hi, Doc. These self-repair units and the other cyborgs, they mean they can heal themselves at any time? Indeed. It is typically a slow process, not much faster than a regular human body heals a wound. And you didn't think it was a good idea to give me one of these things? Certainly not. We removed all extraneous options in your case to maximize power and speed, you know. Healing wounds is extraneous? Your ability to absorb the nanopaste agent is far more efficient, Raiden. With it, your wounds heal almost instantly. I know, but... And a standard repair unit, once depleted, is nothing but an empty shell inside you. Deadweight! I get that, Doc, but it also means I need to constantly be grabbing them out of enemies. No, it doesn't. Don't be silly. Simply avoid taking damage and you will be fine. Yeah, simple. Und ja... Unser guter deutscher Doktor hat uns ein wenig offensiv gebaut, was ich allerdings auch ziemlich cool finde. Ich meine, dadurch werden wir ja so eine Art Cyborg-Killer-Cyborg. Okay, back to the fight, ja. Okay, also, blocking, ja. Ist Viech. Und ja, er ist schnell. Aber unser Insta-Block sollte funktionieren. Aber er hat noch keine Lücke. Verdammte Axt. Ey, bleib hier, du Sau. Hi. Ihr seid doch nur HP für mich. Komm her. Hey, wow, hey, fick dich, Mann, die kann ich nicht blocken. Joink. Na, komm schon. Danke sehr. Habe ich noch einen? Lightwolf. Mucki, mucki, mucki. Oh, ey, fick dich. Ich war gerade am Taunten. Wie berechnend. Music? Stage 2. Ihr erinnert euch ja noch an die wunderbare Engine, oder? Komm schon. Dreck, jetzt habe ich das Event verplant. Oh, und wenn die Musik gleich in die nächste Phase geht, achtet doch mal auf den Text, wenn ihr könnt. Oh. Hätte ich gern. Danke. Okay, shit. KI-Fehler. Danke.
habe ich ihn gar nicht singen lassen. Sekundärwaffen-Tutorial freischalten. Okay. Na toll, der explodiert einfach nur. Ich wollte ihn säbeln machen. Oh, hey, wo kommst du jetzt her? Verzeihung. Danke. Jungs, ihr geht mir higher. Das Schild hält aber was aus. Also. Geht doch, danke. Okay. Shit. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, komm Ninja, go Ninja, go Ninja, go Ninja, go! Lustige Anekdote zu diesem Brückenszenario. Oh. Nein, 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 oh! Lustige Anekdote zu diesem Brückenszenario, als wir das Spiel abends mal gespielt haben und eine Metal-Version des Mexican Head Dance haben laufen lassen. YouTube, das Lied einfach mal, ihr kennt es definitiv, hat das Lied wunderbar gepasst zu dieser Brückenflucht. Oh, leck mich doch mit den Missiles. Oh, wie ich diese behinderten Viecher approache, habe ich nie wirklich kapiert. Vielleicht hilft uns ja Boris. The Hammerhead missiles have an inertia fuse. Cut them before they stop and they will not detonate. And if it's too late to run, try blade mode. Aha. Whew. Okay, KI-Fehler. Das klingt toll. Toll, ich hab nichts. Ey. Ah, da habe ich noch was. Wunderschöne Zielsuchrakete. Die KI-Fehler hervorruft. Danke sehr. Darf ich da bitte jetzt. Oh. Okay, okay, okay. Das geht gut. Das, okay. Wunderschön, wunderschön. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Du hast keine Nanopaste für mich, glaube ich. Schade aber auch. Joa, meine Brennzellen sind leer. Warum kommt der da nicht hoch? Okay, danke. Gut, Leute, wir haben 20 Minuten im Kasten. Und wir verabschieden uns dann direkt hier.
Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn ich mich durch diverse Sachen schnetzle und so mein halbes Metal Gear Wissen ein wenig zum Besten gebe. Okay, also. Ständig zwischen der Balance von Psycho-Ninja und ein wenig Info. Ihr könnt natürlich immer gerne liken, kommentieren, abonnieren und oder teilen. Das wäre ganz wichtig. Wir wollen irgendwo ein wenig unsere Fanbase erweitern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Hoffe ich doch. Ansonsten guckt euch Kochinator oder Marlex-Projekte an. Das sind wunderschöne Projekte, die ihr euch definitiv angucken solltet. Und meine Intros und meine Outros werden immer länger. Das ist unglaublich schlimm und keine Ahnung. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf YouTube und oder unserem Kanal, Leute. Blank out.